Ja, meine Freunde, das ist schon lange, lange, lange keine Pepper Woods Reaction gemacht. Ist auch schon ein bisschen älter. Tut mir leid, dass du so lange drauf warten musstest, aber heute reagieren wir auf Pepper Woods und die Banane. So, manchmal so bei euren Vorschlägen frage ich mich so, jo, was kommt jetzt auf mich zu? Einfach nur eine Banane oder Pepper Woods und eine Banane? Das werden wir jetzt in diesem Video erfahren. Und ich hoffe, ihr guckt mir zu. Das wird die Welt jetzt verändern, ne? Definitiv. Also haltet bitte euch fest, schnallt euch an. So, geht los. So macht mein Gurt. Das ist mein kleiner Bruder Pepper Woods. Das ist so bescheuert, ne? Und das ist Mama Woods. Schorsch Geburtstag. Heute ist Schorschs Geburtstag. Geburtstag. Es ist noch sis früh am Morgen. Warum? Schorsch! Schorsch! Boah, ich hätte gar keinen Bock, ne? Schorsch! Schorsch! Es ist viel zu Den würde ich früh. So. Sausia! Boah, stellt euch mal vor, ne? Ihr müsst so arbeiten. Und ihr steht so früh. Also, ihr müsst irgendwie, ne, um 4 raus. Und dann kommt euer Sohn und die ganze Zeit: Ey, ich habe heute Geburtstag. Aber nie um 4, sondern um 3 oder um 2. Ich würde das Kind in die Babyklappe abgeben. Geh zurück ins Bett. Geh zurück ins Bett. Geh zurück ins Bett. Das ist bescheuert, ne? Klingt, als wäre da jemand schon frisch und munter. Dieser Urlaub ist der allerbeste. Es war so schön mit euch, Peppa. Ich wünschte, wir müssten wieder nach Oh, so, solche Hüte müssen bestraft werden, ne? Sei traurig. Ich habe mein Mindestens eine Ordnungswidrigkeit. Oh, ist es eine Banane? Nein. Es ist eine Banane? Ja, aber es ist nicht irgendein altes Ding. Es ist ein Boomerang. Eine Banane? In Australien gibt es diese Das muss jetzt sein. Das höre ich immer. Das ist aber ein ganz schön altes Ding, du. Muss man wieder. Ich schon. Naja, okay, ich höre auf. Wow. Lass uns einfach laufen. Was macht man denn damit? Wir spielen, werfen und werfen. Wie mit einem Ball? So, ja. So ähnlich. Nur wenn du einen Boomerang wirfst, wirfst du einen Boomerang. Das geht doch gar nicht. Ich sag doch, dass das geht. Au. Probier du's doch. Ja. Oh. Es funktioniert. Ihr werft ihn richtig. Ich frag mich, weil das ist ja jetzt nie geschnitten. Das ist ja wirklich echt, ne? Wenn sich das so ein, keine Ahnung, mit 6 Jahren guckt man sich das an, ne? Sehen Quatsch hier. Und was sich die 6-Jährigen denken, sagt man, sind die irgendwie, ne? Also ich würde mal als 6-Jähriger denken, sind die irgendwie bescheuert? Wissen die nie, wie man Bumerang benutzt? Okay, oh, schöne. Zumindest die heutige Generation, ne? Also die wissen ja schon, wie man iPhone bedient. Was eigentlich voll traurig ist, ne? Ich wusste damals so die ersten Touchscreen-Handys, ne? Habe ich mich wie der letzte Otto angestellt, ne? Ich hatte ja damals so Nokia, das konnte ich gegen das Haus werfen und nicht das Nokia ist kaputt gegangen, sondern das Haus. War, glaube ich, das S5230 oder so hieß das. Das ist Haus kaputt gegangen. Ne? Da habe ich mich auch übrigens gefreut, so Snake immer gespielt. Und dann die ersten Touchscreen-Handys, so, das, ich so, hä? Wie so ein Urmensch, so, verstehe ich nicht, wie geht denn das? Wirf ihn doch mal ganz fest. Was? So vielleicht? Was hast du da? Das ist ein Eine Boomerang, Banane. Papa. Ach so. Ah, ja. Du musst ganz feste werfen, dann kommt er wieder zurück. Ah, ja. Herr Wutz, ich zeige Ihnen das mal. Schauen Sie her. Eins, zwei, drei, los!
einmal die Welt umrunden. Und wann kommt er zurück? Spaß. So bescheuert. Er ist so bescheuert. Könnte ich mir eigentlich einen ganzen Tag angucken. Es hat was. Einen ganzen Tag, stellt euch mal vor, ihr habt, es gibt ja so Bilderrahmen, die automatisch, ja sowas gibt's, ne? Die automatisch so die Bilder immer umändern. Und stellt euch mal vor, ihr könnt da so ein Video laufen lassen, wo so ein ganzer Bumerang fliegt. Die ganze Zeit. Die gar nichts anderes, ein Bumerang. Da wird aber, geil. Damit kann man bestimmt ganz viele RTL-Zuschauer begeistern. Guck mal, Bumerang. Ich brauche kein Aquarium, ich habe meinen Bumerang. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Passt bitte auf, wenn ihr unterwegs seid. Es kann passieren, dass euch der Bumerang trifft. Will ja keiner außer ich. Also es will wirklich keiner außer ich. Und es wäre nicht gut. Da habt ihr Kopfschmerzen. Und ja. Ist mir übrigens mal mit einer Frisbee passiert, ne? Die Frisbee kam wieder zurück. Also einen Bogen gemacht. Und voll gegen meinen Kopf. Es war so geil. Ah, da war es übel stürmisch und irgendwie hat die Frisbee dann so einen übelst langen Kreis gemacht. Und dann ist sie gegen meinen Kopf. Aber jetzt wisst ihr auch, wieso ich so intelligent bin. Einer der Gründe. Ich wurde auch damals nach der Geburt als Ball benutzt, aber ist wieder eine andere Geschichte. Ja, und wir sehen uns definitiv, Dativ, Akkusativ in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, haut rein und tschüss.